Jo, liebe Leute, schönen guten Tag und bevor das Jahr endet, will ich noch ein paar normale Nintendo-Listen machen, nicht nur Mario Odyssey, Leute. Ja, das Spiel ist zwar legendär, aber jetzt kommt ein bisschen anderer Content, bezogen auf andere Spiele, auf andere Nintendo-Games. Heute haben wir mal ein bisschen was noch ein bisschen näher an Mario Odyssey dran ist, und zwar eine allgemeine Mario-Liste, und zwar aus allen Mario-Spielen die Top 5 brutalsten, epischsten Bosskämpfe. Meine Top 5, Leute, schreibt eure Top 5, wie gesagt, in die Kommentare. Wenn du noch kein Abonnent bist, dann abonnier den Kanal, und ich würde sagen, wir fangen an mit Platz 5. Viel Spaß, liebe Leute. Auf Platz 5 haben wir New Super Mario Bros. 2 für den 3DS, Leute. Der allerletzte Endkampf. Wie geil war das? Das war ja wohl richtig episch. Man besiegt erstmal Knochenbowser, normal, wie man es kennt. Von rechts auf dem Schalter. Er fällt in die Tiefe und man dachte schon, man hat es geschafft, Leute. Aber natürlich war das viel zu einfach gedacht. Dann kommen nämlich die ganzen Koopalinge, nachdem man auf die Plattform hochgesprungen ist, die ganzen Koopalinge reingequetscht zusammen, eng auf eng. Und dann mit ihren Zauberstäben beleben sie diesen Bowser, den Knochenbowser. Was auch alleine schon ein kranker Fakt ist, dass Bowser nur mit Knochen, ohne Haut, Leute, ohne Organe, einfach nur so als Knochenwesen gegen Mario kämpft, aber dann selbst der besiegte Knochenbowser steht nochmal auf und wird nochmal riesig, haut sogar die Koopalinge weg und dann ist los, Leute. Dann muss man auf den Plattformen ganz nach oben springen und dort den Schalter erreichen, aber das ist nicht so einfach, er haut die Plattform immer weg. Auf jeden Fall ein richtig geiler Kampf, Platz Nummer 5. Platz Nummer 4 haben wir auch wieder New Super Mario Bros., aber für die Wii diesmal, und da war der letzte Bosskampf, ja, wo sowas von kreativ und geil, sowas hat man noch nicht gesehen, und zwar haut man auch diesmal vor einem riesigen Bowser ab, der einen aber wiederum mit seinen Feuerkugeln den Weg freischießt, was eine kreative Idee ist für so einen Bosskampf und einfach ein richtig episches Feeling aufbaut, weil man halt die ganze Zeit verfolgt wird von ihm, aber gleichzeitig hilft er einen auch, weil er den Weg freischießt. Ganz am Ende kommt man dann an, Peach ist in so einem kleinen Gefängnis, und da frage ich mich erstmal wieder, unter ihm Gefängnis ist natürlich wieder der Schalter, warum baut Bowser immer diese Schalter in sein Schloss? Das ist ja sein Schloss, warum baut er dann Schalter ein, was ihm letztendlich den Boden unter den Füßen wegreißt? Oder ist der Schalter eigentlich für Mario gedacht, aber dann letztendlich schon seit etlichen Jahren, seit Anbeginn der Zeit, dreht Mario den Spieß um und drückt den Schalter und Bowser fällt in die Tiefe, Leute, warum ist dieser Schalter da? Was glaubt ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Platz Nummer 3 ist Bowser, Mila und Luke Milas Seele, also Luke Mila selber aus Mario Luigi Superstar Saga und Superstar Saga 3D. Was jetzt nochmal gekommen ist als Remaster, ist es so geil, der Bosskampf, die Musik, Leute. Hört mal kurz rein. Wie episch das Ganze ist, und erstmal besiegt man natürlich Bowser Mila, also Bowser Mila, also Bowser, der von Luke Mila übernommen wird, und das ist schon ein geiler Kampf, aber danach noch ohne Leben gegen Luke Mila selber, was auch richtig geil aussieht, auch in dem Remaster. Das ist einfach richtig episch und vor allen Dingen auch richtig schwer und ein bisschen verstörend, wie Luke Mila da aussieht, und einer der epischen Kämpfe überhaupt meiner Meinung nach. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal sie besiegt habe, es war wirklich ein Kampf, ich habe so lange gebraucht, ich habe es erstmal nicht geschafft und dann habe ich es irgendwann geschafft, und es ist wirklich ein Bosskampf, der einen fordert. Auf Platz 2 haben wir wirklich einen richtig brutalen, aber vor allen Dingen auch verstörenden Kampf, und zwar aus Luigi's Mansion gegen King Boo ganz am Ende. Als man vor Marios Bild steht, Mario ist gefangen und man will ihn als Bruder befreien, und dann kommt King Boo, stellt an sich in den Weg, und das ist wirklich krank, Leute, denn nicht nur er, sondern Bowser auch, Leute. Bowser ist laut der Wahrsagerin aus dem Spiel gestorben, also er ist wirklich gestorben und wurde zum Leben wiedererweckt, und man ist dann am Ende auf dem Dach des Gebäudes und muss dann gegen Bowser kämpfen, der wiederum von King Boo kontrolliert wird, Leute, und das ist wirklich brachial krass, weil man kann ihn den Kopf abschießen und all so eine Sachen, Leute, und das in einem Mario Spiel, dass man Bowser mal den Kopf abschießen kann, richtig und sonstiges. Das ist wirklich nur so die leere Fleischhülle von Bowser, die von King Boo kontrolliert wird, und ist wirklich einer der brutalsten Kämpfe, die ich je in Mario-Spielen bestritten habe. Auf Platz 1, wer hätte es gedacht, Leute, da kommt natürlich was mit Mario Odyssey um die Ecke, und zwar nicht der allerletzte Kampf gegen Bowser, nein, ich fand den Kampf gegen den Lord of Lightning, also den großen Drachen aus dem Ruinkönigreich, den fand ich am epischsten, am heftigsten, und das passt gar nicht zu Mario, so ein Riesendrache, gegen den man kämpft, Leute, das also, der fotorealistisch aussieht, also der sieht ja nicht aus, als wäre aus der Mario-Welt entstanden, er sieht wirklich komplett anders aus. Er sieht wirklich realistisch aus. Er hätte aus Skyrim kommen können, aber selbst dieser Drache ist für Skyrim-Verhältnisse ultra groß. Es ist wirklich ein Riesenviech, der einfach richtig düster und finster aussieht und dazu noch halt Lord of Lightning heißt und auch Blitze verschießt, also kein Feuerspeit, sondern Blitze und so. Das ist einfach richtig geil, richtig episch, und er wird, wie es aussieht, von Bowser kontrolliert, weil er halt vom Bowser Kingdom diese komischen chinesisch angehauchten Dinger in seinen Kopf stecken, die man letztendlich von ihm befreit, und ich denke, man hilft ihm als Mario eigentlich nur, weil später ist er halt auch, wie gesagt, müde und hat seinen Kopf dort abgelegt, und man kann noch mit ihm Boss haben, indem man auf seinen Kopf rumspringt und sonstiges in seinem Auge. Und an seinem Horn ist ja auch noch ein Mund versteckt, Leute. Ansonsten, was ist mit meiner Top-Liste? Ich wünsche euch natürlich einen wunderschönen Tag. Schreibt eure Liste in die Kommentare. Warum gibt es den Schalter in Bowsers Schlössern? Das interessiert mich noch. Schreibt es mal in die Kommentare. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ansonsten bin ich raus. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Ciao und tschüss, euer Theo.